Heute gucken wir uns mal an, was Intersection Observer sind. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Intersection Observer. Das ganze Feature kannte ich noch gar nicht und deswegen ist es ein super Beispiel, warum ich YouTube mache bzw. warum ich diesen Channel betreibe, weil unter meinem Sticky-Video der letzten Wochen hat jemand von euch gesagt, hey, dafür werden doch Intersection Observer super und vielen Dank dafür. Ich kannte dieses Feature noch nicht, ich habe es mir jetzt die letzten Wochen angeguckt und gedacht, ich muss auf jeden Fall ein Video darüber machen, weil das ist wirklich ein cooles Feature und vielleicht kennt der ein oder anderes von euch auch noch nicht. Ansonsten, ja, werden wir damit gleich mal loslegen. Prinzipiell, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen und euch auch vielleicht mit JavaScript-Module unterhalten, die ihr noch nicht kennt. So wie immer gibt es erstmal eine kleine Preview von dem, was ihr am Ende dieses Tutorials könnt, beziehungsweise was wir hier gleich machen werden, damit ihr auch validieren könnt, dass sich das lohnt. Wenn wir hier nämlich runterscrollen, dann seht ihr, wir haben ein Element, das sich in Abhängigkeit unserer Scrollposition animiert. Das ist an sich schon mal ziemlich cool, aber wir können auch ein Element in Abhängigkeit des Sichtbarwerdens als Event-Trigger nutzen und dann quasi eine Animation abfeuern. Wie ihr seht, rotiert dieses Element jedes Mal, wenn es in den View-Bereich kommt und wieder sichtbar wird. Und genau das werden wir heute machen. Die Animationen sind nicht wirklich speziell, deswegen gibt es auch keine CodePen-Live-Demo wie sonst. Und ja, wir legen jetzt mal direkt los. So, wir starten dieses Video mal mit ein ganz bisschen Theorie, aber keine Angst, wir lesen hier keine hunderte von Zeilen Dokumentation durch, sondern ich möchte nur kurz erklären, was ihr hier so findet. Einmal ist das alles natürlich unter Videobeschreibung verlinkt und ich muss auf diese Zeile eingehen. Wir werden nämlich keinerlei Lazy Loading in diesem Video behandeln, dazu wird es ein eigenes Video geben, seid da ganz beruhigt. Wir werden uns mehr damit beschäftigen, ob ein Element gerade sichtbar ist und mit wie viel Prozent es gerade sichtbar ist. Weil damit können wir so coole Abhängigkeitsanimationen starten, je nachdem wie weit ein Element außerhalb des View-Bereichs ist. Dazu gibt es hier auf der Seite ein richtig cooles Beispiel. Wenn ich hier runter scrolle, dann seht ihr nämlich, dass ein Element sichtbar wird und dass die Prozentanzeige, je nachdem wie ich das hier bewege, mehr und weniger wird. Also 100% ist komplett sichtbar, so ist ein bisschen außerhalb des View-Bereichs. Wichtig zu verstehen ist, diese Berechnung gilt für beide Richtungen. Was heißt, egal ob horizontal oder vertikal, wenn ihr ein Element vertikal rausschiebt, wird es weniger sichtbar und wenn ihr es horizontal rausschiebt, wird es auch weniger sichtbar. Außerdem könnt ihr mit den sogenannten Thresholds, auf das sich das hier bezieht, mir ist es auch nochmal erklärt, den Event-Trigger festzulegen, beziehungsweise wann ein Reporting durchgeführt wird. Und hier seht ihr auch die Beispiele. Die erste Box wird bei jedem Prozentpunkt durchgeführt, hier einfach nur beim 50%, hier bei 10%, also 0, 10, 20 und so weiter, und hier bei jeweils 25%. Das seht ihr auch hier unten, zum Beispiel 30. Und wenn ich jetzt scrolle, wird es entweder direkt 40, also damit kann man dann so ein bisschen runden quasi und bestimmen, wie der Event-Trigger funktioniert, beziehungsweise wie stark der Event-Trigger ins Gewicht geht. Das ist bei wenigen Problemen, also bei wenigen Elementen wirklich ein Problem. Wenn ihr aber beginnt, auf einmal hunderte von Elementen gleichzeitig zu bewegen, solltet ihr vielleicht überlegen, ob ihr wirklich bei jedem einzelnen Prozentpunkt einen Event-Trigger oder ein Reporting benötigt oder nicht. Dazu genug, jetzt noch der letzte interessante Theoriepunkt und zwar, wie ist denn die Kompatibilität? Prinzipiell handelt es sich, wie ihr seht, um ein Working Draft. Was heißt, es ist keine Garantie, dass das auch wirklich jemals komplett hundertprozentig unterstützt wird. Allerdings spricht die Browser-Kompatibilität Bände, besonders natürlich der Internet Explorer, der das nicht unterstützt. Aber das wundert, denke ich, an diesem Punkt niemanden mehr. Prinzipiell könnt ihr also alles Mögliche verwenden. Hier ist allerdings ein wichtiges Problem, und zwar bei älteren Safari-Versionen bzw. bei älteren Versionen im Allgemeinen ist es ab und zu möglich, dass Root nicht das Dokument sein kann. Und das ist ein Problem, das ihr behandeln müsst, dass ihr hier dann quasi nicht Root definiert, beziehungsweise nicht das Dokument als Root definiert, sondern vielleicht ein Wrapper oder ein anderes Element und quasi eure Seite nochmal custom-mäßig einbaut in einen eigenen Event-Trigger. Ansonsten sieht es sehr, sehr grün aus und ich denke, man kann es für Projekte und vor allem für Animationen ohne weiteres benutzen, weil selbst wenn die nicht funktionieren, sollte eure Webseite an sich noch komplett nutzbar sein. So, los geht's mit dem eigentlichen Coding. Prinzipiell haben wir hier meine Standardentwicklungsumgebung, die ist unter Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten habe ich hier eine Index.html, eine Main.js und eine Main.sass. Diese beiden Dateien hier sind noch komplett leer und in unserer Index.html haben wir nicht sonderlich viel eigentlich, sondern eigentlich nur zwei Divboxen. Beide Divboxen haben die Klasse Element. Die erste Divbox hat die Klasse First, die zweite Divbox hat die Klasse Second. Prinzipiell ist das auch schon alles und das erste, was wir machen, damit wir hier an der Seite auch irgendwas sehen, ist, wir stylen das Ganze mal. Wie gesagt, das Ganze ist nicht wirklich kompliziert und ich werde jetzt ein bisschen viel copy-pasten, damit wir nicht so viel Zeit damit verlieren. Als erstes haben wir unsere Elementklasse. Dieser Klasse gebe ich die
ja, Display Flex, sage weiter in Höhe 45 RAM, beziehungsweise wir können das ein bisschen kleiner machen, sagen wir mal 35 RAM, damit das auch eine Größe hat. Unserer First Klasse, die müssen wir gar nicht weiter verändern, der sage ich einfach nur, hey, es gibt eine Hintergrundfarbe, und in dem Moment sagen wir auch unserer zweiten Klasse, nämlich Second, sage ich, okay, du hast einen Abstand nach oben und du hast Weiß als Hintergrundfarbe, damit wir die so ein bisschen unterscheiden können. Das speichere ich jetzt einfach mal und in dem Moment, wenn wir jetzt runterscrollen, sehen wir, wir haben hier zwei wunderbare Vierecke. Mehr müssen wir hier in JavaScript auch, beziehungsweise in CSS auch erstmal gar nicht machen, sondern wir legen jetzt los mit JavaScript. So, los geht's mit JavaScript. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen unsere Div-Elemente aus HTML als Variable in JavaScript verfügbar machen. Das machen wir ganz einfach, indem wir sagen Document querySelectorAll.elements, was heißt, jedes Div-Element mit der Klasse .elements wird jetzt unter der Variablen Elements zusammengefasst. Das Nächste, was wir brauchen, ist, wir brauchen natürlich einen Observer. Was heißt, wir sagen my Observer als Variable und sagen hier new und dann Intersection Observer. Der bekommt von uns erstmal keine Parameter. Allerdings müssen wir jetzt etwas machen, und zwar sagen wir elements.forEach Element, also für jedes Element wollen wir gerne etwas machen. In unserem Fall sagen wir .observer observe element. Wir übergeben also an unseren Observer jedes Element und das können wir jetzt hier abfragen. Das heißt, in unserem Intersection Observer sagen wir jetzt elements und hier definieren wir uns einen Callback, der uns einfach nur sagt console.log elements. In dem Moment speichere ich das mal ab. Wir drücken F12, gucken uns das an. Wir haben hier ein Array von zwei, haben hier zwei Elemente, und zwar einmal unser Target div element first und, ups, das war falsch, gehen wir nochmal rein, hier div element first und hier unten divElement.second. Was heißt, unsere beiden Objekte werden jetzt observed und wir können damit einige coole Sachen machen. Das Erste, was wir nämlich entscheiden müssen, wir haben ja gesagt, wir wollen unterschiedliches Event-Handling machen. Einmal, dass wir in Abhängigkeit der Scroll-Position wirklich animieren und dass wir das Ganze nur als Trigger nutzen. Als Erstes werden wir das bauen, dass wir es nur als Trigger nutzen. Hierfür brauchen wir eine Funktion, die uns sagt, ist es ein Trigger oder machen wir die Animation anhand der Scroll-Position, und dann sagen wir hier einfach is Trigger. Und diese Funktion erwartet einfach nur ein Element von uns und entscheidet return, ob das quasi gerade der Trigger ist. Wir brauchen hier aber auch noch ein Class Name und sagen hier jetzt element.classListContains Class Name. Ups, warum geht das nicht? Doch, jetzt geht's. So, diese Funktion gibt uns jetzt also einfach nur ein True-False-Value zurück, ob ein Element eine bestimmte Klasse besitzt. Wir können jetzt hier also sagen elements.forEach element und sagen hier console.log isTrigger element. Und hier sagen wir first. Das können wir rauslöschen, speichern das Ganze mal ab. ClassListContains. Hier fehlt es natürlich etwas, und zwar brauchen wir hier .target, damit wir auch das div-Element übergeben, und sagen hier true-false. Wir haben zwei Elemente, die wir hier kontrollieren, nur eins davon hat die Klasse first, deswegen ist auch nur ein Wert hier true. Funktioniert also. Wir wollen hier aber nicht first, sondern second, speichern das Ganze ab, jetzt ist es genau spiegelverkehrt und wir können jetzt weitermachen mit dem Erstellen einer coolen kleinen Trigger-Funktion. Und zwar haben wir hier eine weitere Funktion, die nennen wir einfach startAnimation. Und die erwartet von uns ein Element. Und in dem Moment, wenn das Element hier da ist, wenn heißt, wenn das Ganze einen Status besitzt, dann wollen wir hier eine Funktion einfach nur triggern. Das heißt, wir sagen if Status is true, was heißt, wenn es gerade sichtbar ist, dann soll etwas passieren. Wenn das nicht der Fall ist, soll etwas anderes passieren. In unserem Fall soll dann Element ClassList add und dann hier einfach Animation. Das heißt, wir fügen in dem Moment, wenn unser Element sichtbar ist, eine Klasse hinzu namens Animation. Und hier unten, wenn das Ganze nicht sichtbar ist, removen wir diese Klasse mit dem Namen Animation wieder. In dem Moment hier unten können wir jetzt das Ganze mal aus der Konsole rausholen und hier sagen if, wenn das Ganze wirklich das Element ist, was wir hier triggern wollen. In dem Moment wollen wir hier unten einfach jetzt definieren. Start Animation, zack, und hier übergeben wir einfach nur unser Element und dann Target. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Allerdings sehe ich gerade, dass wir hier natürlich noch keinen Status übergeben haben. Das müssen wir noch tun. Was heißt, wir sagen Komma, Element, Punkt, und dann hier oben einfach unser Boolean ist intersecting.
Das speichern wir jetzt ab und in dem Moment, wenn ich hier runter scrolle, passiert in unserer Konsole nichts. Wir gehen aber hier mal in Elements und in dem Moment sehen wir hier element.second bekommt die Klasse Animation, wenn es sichtbar ist. Und wenn es nicht mehr sichtbar ist, entfernen wir diese Animation. Das Coole ist, wir können jetzt in unser CSS gehen und hier noch ein bisschen was nachholen. Und zwar brauchen wir jetzt unsere Klasse, was heißt, wir sagen hier unten, wenn unser Element die Klasse Animation hat, dann wollen wir eine Animation hinzufügen mit Spin oder mit dem Namen Spin und die geht eine Sekunde. Natürlich brauchen wir diese Animation jetzt noch. Dafür sage ich hier unten, okay, wir haben eine Keyframe-Animation mit einem Startwert bei 0%. In unserem Fall sage ich einfach Transform Rotate 0 Degree. Ups, das war falsch. Und natürlich gibt es noch einen Zielwert unserer Animation. Und hier sagen wir einfach Transform Rotate 360 Degree. Ihr könnt natürlich hier animieren, was ihr möchtet. Es ist einfach nur ein Event-Trigger. Und in dem Moment, habt ihr schon gesehen, es hat sich hier nämlich was gedreht. Wenn ich jetzt sichtbar werde, ich gehe raus, werde wieder sichtbar und es beginnt sich zu drehen. Ich komme von unten rein und es wird sichtbar und es beginnt sich zu drehen. Was heißt, unser Event-Trigger funktioniert schon mal wunderbar. Damit könnt ihr also viele, viele lustige Sachen machen, ohne dass ihr wirklich viel JavaScript produziert. Also ihr könntet theoretisch jede Menge verschiedene Klassen definieren, worüber ihr dann die Animation steuert, also quasi alles in CSS handeln. So, wie gerade angekündigt, gibt es natürlich noch eine zweite Möglichkeit, das für Animationen zu nutzen. Und zwar kopieren wir uns einfach mal diese Zeilen hier und sagen isTrigger element.target, aber nicht first, sondern nicht second, sondern first. Und hier machen wir etwas, und zwar sagen wir startMove. Hier übergeben wir ebenfalls unser Event-Target, also das Element, was gerade benutzt wird. Und hier übergeben wir aber nicht ein True-False-Value, sondern wir übergeben das Ratio. Was heißt, mit wie viel Prozent ist der gerade zu sehen? Dieser Wert wird immer zwischen 0 und 1 angegeben und gibt quasi einfach nur die Position wieder. Prinzipiell wird das aber nicht so einfach funktionieren, weil wir übergeben hier noch keinerlei Variablen bzw. Config-Variablen an unseren Observer. Was heißt, unser Observer braucht hier erstmal noch ein paar Informationen und in unserem Fall müssen wir jetzt hier etwas hinzufügen. Einmal sagen wir eigentlich die Default-Möglichkeit, nämlich wir nutzen window.document als root. Margins benutzen wir in unserem Fall nicht. Was heißt, ich sage hier root margin ist 0 Pixel. Könnt ihr natürlich vergeben, dann zieht ihr wie erzählt so eine gedachte Linie einmal um Screen. Aber wir brauchen für unsere Animation Thresholds. Und zwar brauchen wir einen Array, der so aussieht, nämlich 0,0.01, 0.02, 0.03, und so weiter, bis wir bei 1 sind. Also quasi ein Array mit 100 Werten. Das Ganze ist natürlich relativ aufwendig, sondern wir sagen hier einfach eine Funktion, und zwar sagen wir generate thresholds. Und die müssen wir jetzt erstmal kurz definieren. Dazu sage ich eine Variable mit dem Namen generate thresholds. Und hier definieren wir uns jetzt einfach nur einen Array, der ist aktuell noch leer. Den returnen wir auch einfach, also am Ende unserer Funktion returnen wir den auch wieder und sagen hier jetzt, okay, wir haben eine Vorschleife, sagen let i gleich 1, dann i kleiner gleich 100, beziehungsweise 101, sagen hier i plus plus. Und hier drin müssen wir jetzt sagen, unseren Threshold nehmen wir und pushen hier einen neuen Wert gegen. In dem Moment ist unser Wert i minus 1 durch 100. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment können wir uns ja einfach mal angucken, was das hier eigentlich bedeutet. Was heißt, wir sagen console.log, geben hier einfach mal unsere Funktion raus, gucken uns das Ganze in der Konsole auch mal an. Oh, wir haben einen Fehler. Das ist nicht gut. StartMove ist noch nicht definiert. Das sollten wir erstmal kurz abspeichern. Wir sehen hier, wir haben einen Wert, der beginnt bei 0 und endet bei 1. So, genau, ja, bei 0,0. Ah doch, hier der letzte Wert ist 100, beginnt, also passt perfekt. Sehr gut, das funktioniert also. Und jetzt können wir hingehen und das hier wieder einkommentieren. Speichern das ab, bekommen jetzt natürlich wieder einen Fehler, weil unsere Funktion noch nicht existiert. Deswegen brauchen wir jetzt hier erstmal Funktion und sagen hier unseren Element und hier Ratio. Das heißt, unsere Funktion erwartet zwei Parameter und wir definieren hier einfach Element, Punkt und sagen hier Style, Opacity gleich Ratio. Das speichern wir einfach mal ab, weil Opacity ist quasi auch ein Wert, der von 0 bis 1 geht. Und wenn wir das jetzt hier so abspeichern und uns hier mal runterscrollen, dann seht ihr, dass Opacity hier unten schon wunderbar funktioniert. Also wir können jetzt
mit Opacity ein Element, je nachdem wie viel es sichtbar ist, einblenden. Natürlich kann man hier auch deutlich interessantere Sachen machen. Zum Beispiel können wir auch sagen element.style und sagen dann nicht style, also nicht Opacity, sondern transform und hier so etwas re-rotate. Und hier können wir jetzt natürlich hingehen und sagen zum Beispiel 45. Und weil wir immer mit einem Prozentwert arbeiten, sagen wir hier einfach Ratio. Das heißt, 45 ist der maximale Wert. Mal Ratio ist also, wenn das 1 ist, ist es 45. Und wenn es 0 ist, ist es komplett 0. Und hier brauchen wir noch unsere Einheit, das ist Degree. Das speichern wir jetzt einfach mal ab. Und in dem Moment seht ihr schon, es ist hier unten gekippt. Und wenn ich jetzt hochscrolle, kippt es auch langsam wieder raus und wieder rein. Das funktioniert natürlich mit allem Möglichen. Also ihr könnt da sehr komplexe Animationen machen, in Abhängigkeit der Scrollposition. So, das war's schon für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Und sonst, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt. Ansonsten findet ihr da auch jede Menge Links, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, legen wir es direkt los. Viel Spaß und ciao.